Leute, Cramix hier, was geht, euer Paul Berger? Wir werden heute mal gemeinsam auf Lebensmittel, die du falsch isst, reagieren. Ich bin echt gespannt, Leute. Vielleicht können wir heute noch was dazu lernen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und let's go, Leute. Oha, kann man so eine Orange essen? Lebensmittel, die du falsch isst. Ich bin gespannt. Was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass die richtige Art, Erdbeeren zu essen, mit einem Strohhalm ist? Oha. Es gibt eine fast unendliche Liste von Lebensmitteln, so habe ich das noch nie gegessen, die du falsch isst. Finde es heraus. Und wenn du jetzt schon erstaunt bist, dann warte ab bis Platz 1. Okay. Okay, ein paar Chickies, Leute. Chicken Wings gehen immer. Oh, saftig, knaftig. Ist das ein Intro, Leute? Pringles. Wenn dir das okay, noch niemand gesagt hat, dann wird's aber höchste Zeit. Du siehst komisch Wie aus, wenn du versuchst, Pringles falsch? Aus der Dose zu essen. Hm, allein ja. Die Tatsache, dass deine Hände nicht in die Dose passen, sollte dich bereits stutzig gemacht haben. Ja. Die einfachste und beste Variante, um an die begehrten Chips zu gelangen, ist mit einem A4-Papier, das du in der Mitte faltest Aha. und zwischen die Dosenwand und die knusprigen Oha. Kartoffelsnacks schiebst. Kippe Warum ist die mir Dose das noch nie eingefallen? Seite. Nachdem du dies gemacht hast, kannst du die Pringles nach Belieben hinein und hinausschieben. Also war ich hast ehrlich du gedacht, deine verzweifelten Versuche, die Hände in die Pringles-Dose zu stecken, wäre das Einzige, was du falsch gemacht hast? Es gibt noch mehr. Laut einem Pringles-Sprecher ist nur die Oberseite dieses leckeren Kartoffelsnacks mit Gewürzen bestreut. Wenn du also eine Geschmacksexplosion auf deiner Zunge erhoffst, solltest du die Chips, bevor sie in deinen Mund wandern, auf die richtige Seite drehen. Aha. Sandwiches. Hast du Hunger, besitzt aber keinerlei Kochtalent oder bist du spät dran und brauchst okay. ein schnelles also Frühstück? Pringles haben wir schon mal gelernt, mach dir Leute. Ein Sandwich. Sandwiches sind super lecker, günstig, in weniger als 5 Minuten fertig Ach, so und ein sehr schönes, einfach zu machen. Leckeres Leider Sandwich ist es auch ein Fehler, die Fleischstücke übereinander Leute. Zu legen. Ich erzähle dir, wie es richtig geht. Für die Zubereitung deines Sandwiches teilst du die Fleischscheiben in 2 gleich große Stücke. So erhältst du 4 Stücke. Verteile diese gleichmäßig okay. auf dem Brot und fahre dann fort, dein Sandwich zu machen. Voilà! Ein Sandwich, das bei jedem Bissen einen leckeren, fleischigen Geschmack am Gaumen hinterlässt. Ah, Zudem so verhindert das okay. gleichmäßig verteilte Fleisch, dass das Sandwich-Dressing das Brot durchweicht und matschig macht. Orangen. Okay. Abgesehen Kann man davon, machen. Dass sie das größte fand Mitglied ich jetzt der Zitrusfamilie sind. Fand ich jetzt aber nicht den Übertipp. Also da fand ich das mit dem Pringles war schon. Sind Orangen überall beliebt. Deshalb sind wir uns okay. fast zu 100% sicher, dass du schon einmal eine gegessen hast. Auch glauben Orangen? Wir zu 100% Sehr zu wissen, wild, dass du sie falsch gegessen hast. Die meisten Menschen schälen die Orangenschale komplett ab, Aha. zerteilen die Frucht in winzige Scheiben und essen sie dann. Hätte ich jetzt auch so gemacht. Eine nicht nur zeitaufwendige, sondern auch unnötige Methode. In Wahrheit musst du nur die Ober- und Unterseite der Orange okay. abschneiden und einmal die Schale an einer Stelle von oben nach unten einritzen. Schon kannst du deine Frucht ausrollen und hast zudem nicht noch lauter Wie? Einzelne Schalenstücke herumliegen. Wenn Orangen Lord. Noch nicht zu deinem täglichen Speiseplan gehören, solltest du das ändern. Ey, das ist ja Sie voll liefern smart. Etwa 92% der empfohlenen Tagesmenge an Vitamin C. Cupcakes. Das ist ja voll smart, Leute. Okay, so muss man eigentlich echt sein. Wenn Orange du eine essen. Naschkatze bist, smart. Ist dir bestimmt der Kampf um das richtige Mischungsverhältnis von Kuchen und Glasur mit jedem Bissen ein Begriff. Meistens hat man bereits mit dem ersten Bissen die gesamte Glasur gegessen und zurückbleibt ein trockener Kuchen. Ziemlich frustrierend. Die gute Nachricht ist, dass du mit der richtigen Essmethode das perfekte Aha. Verhältnis zwischen Kuchen okay, Leute, und Glasur erreichst. Kriegt ihr gezeigt, nein, wie ihr eure Cupcakes esst? Es geht esst? Nicht darum, den ganzen Cupcake auf einmal in den Mund zu schieben und zu verschlingen. Entferne vorsichtig das Papierförmchen, mhm. hebe das Frosting ab und schneide den Cupcake-Sponge einmal waagerecht durch. Mhm. Ist dies erledigt, bestreichst und du eine Sandwich, der Hälften mit dem also Topping so und legst quasi. Die andere darüber. Boah. Fertig ist das Cupcake-Sandwich. Von nun an ist dir mit jedem Bissen Kuchen auch Creme garantiert und dir bleibt keine Sahne- oder Buttercreme mehr an der Nase kleben. Kann man kleben. So machen, Leute. Erdbeeren. Kann man so machen. Erinnerst du dich daran, als ich sagte, dass man Erdbeeren am besten mit einem Strohhalm isst? Das Hab war nicht kein vergessen. Scherz. Sie werden wohl nicht ohne Grund Strawberries heißen. Erdbeeren sind die ersten Früchte, die im Stimmt, Frühling Straw, reif werden. Also so Strohhalm, ist es wahrscheinlich, ne? dass du bereits welche gegessen hast. Ziemlich sicher hast du die auch falsch gegessen. Damit beim nächsten Mal alles richtig läuft, musst du zuerst den grünen Blütenkelch entfernen.
Klingt einfach, oder? Falsch. So halt hätte ich jetzt auch Erdbeeren mir zubereitet, halt oben das weggeschnitten. So. Ausnehmen ist komplizierter, als es klingt. Entweder löst man einen Teil der Frucht mit heraus oder es bleibt ein kleiner Teil des Strunks an der Frucht. Jetzt kommt der Strohhalm ins Spiel. Stecke diesen einmal durch die komplette Erdbeere durch. Sobald er auf der anderen Seite wieder herauskommt, stecken automatisch die Kelchblätter und der Stiel in Junge, ihn. Das ist voll smart. Man hat ja da auch mehr von der Erdbeere. Und genießt. Aber es müssen halt alle Erdbeere Blätter auch abgehen, ne? Salat. Das ist halt das Ding. Ob Vegetarier oder nicht, Salat ist der Weg zum Ziel. Er ist nahrhaft, erschwinglich, absolut gesund und perfekt, besonders bei einer Diät. Leider gibt es aber auch einen Nachteil. Das Mitnehmen in die Schule, die Arbeit oder auf eine Reise ist mitunter ziemlich schwierig, da das Ganze schon matschig wird, bevor man überhaupt die Chance hat, ihn zu essen. Salat ist schwer aufzuheben, ne? Das stimmt an einer falschen Verpackung. Wie wäre es, wenn du beim nächsten Mal den Salat in ein Schraubglas statt in einen normalen Behälter packst? Achte darauf, dass das Dressing und die am wenigsten saugenden Zutaten zuerst eingefüllt werden und feuchte, empfindliche Zutaten wie Croutons ganz zum Schluss in das Glas zu geben. Aha. So verhinderst du das unangenehme Aufweichen. In der Mittagspause musst du den Salat nur noch in eine Schüssel füllen, kurz durchmischen und schon ist er fertig. Okay. Pizza. Für die Leute, die Salat auf die Arbeit nehmen wollen? Mit Gabel und Messer oder lieber mit den Händen? In die Schule? Ja, das habe ich mir gedacht. Nachdem wir uns alle einig sind, Pizza muss man mit den Händen zu essen, kommt es jetzt nur noch auf das Alles andere ist verpönt. Laut Anthony Bruno, dem Gründer von Anthony's Coal Fired Pizza, nimmst du so eine schöne Pizza, könnte ich mir auch mal wieder reinfetzen, Leute. Jetzt kannst du sie essen. Uiuiui, guck dir mal. Wenn du darüber nachdenkst, verhindert Anthony's Methode nicht nur, dass der Belag abrutscht, sondern verringert auch die Gefahr, sich den heißen Käse ans Kinn zu schmieren. Du hast zwei Möglichkeiten, die Pizza zu falten. Entweder in V-Form oder als U-Form. Außerdem haben wir hier einen Pizza-Hack für dich. Wärme deine nächste kalte Pizza nicht in der Mikrowelle auf, sondern in der Pfanne. Sondern lege sie in ein Waffeleisen. Ach so, in Waffeleisen. So wird sie wieder richtig knusprig. Aber was war jetzt hier so der krasse Lifehack, dass man die Pizza faltet? Also das macht doch jeder, Leute. Das ist doch jetzt hier kein Lifehack. Jetzt ist doch normal, dass man das so sich so zusammenfaltet, so, ne? Kochte Eier. Es gibt kaum ein Lebensmittel, das so vielseitig verwendbar ist wie Eier. Egal ob als schnelles Frühstücksomelett, als Eiersandwich zu Mittag oder als Das sieht auch sehr gut aus. Schön mit Avocado. Kurz gesagt, Eier sind unglaublich. Heute konzentrieren wir uns jedoch auf gekochte Eier und darauf, wie du sie falsch essen kannst. Ein Ei zu kochen sollte zu den 10 einfachsten Dingen der Welt gehören, aber spätestens beim Pellen wird die Sache kompliziert. Ein kleiner Fehler genügt und das Eiweiß deines Eis hängt noch in der Schale oder die gesamte Küchenzeile ist mit Eierschalen bedeckt. Wie kannst du das vermeiden? Mit Backpulver. Alles, was du tun musst, ist, einen Löffel Backpulver mit in das kochende Wasser zu geben. Wenn das Ei fertig ist, machst du ein Loch in beide Enden an der Schale und pustest hinein. Ja, hast du es richtig gemacht, rutscht das Ei direkt aus der Schale, ohne dass du dich um die Eierschalen kümmern musst. Gekocht wurde. Hühnerflügel. Null. Viele Menschen lieben Chicken Wings. Wir sind uns alle einig, dass nichts ihren Geschmack übertrifft und wir sind uns auch einig, dass nichts frustrierender Chicken ist, Wings. Als die Hälfte des Fleisches am Knochen lassen zu müssen, weil es sich nicht ablöst. Doch es gibt einen Trick. Bro, so kannst du ja keinen Chicken Wings essen. Nimmst du den Hühnerflügel und fasst den kleineren Knochen am oberen Flügelende an. Drehe leicht daran und ziehe ihn heraus. Fasse nun den Knochen, drehe auch an ihm und ziehe ihn aus dem Fleisch. Übrig das weiß ich jetzt nicht. Das leckere Fleisch, das du mit einem Bissen genießen kannst. Oh, wie krass ich das denn? Ich weiß, was du denkst. Warum nicht stattdessen knochenlose Hähnchenflügel kaufen? Nun, weil knochenlose Hähnchenflügel das in Wirklichkeit ja auch nicht nichts anderes sind als Hähnchen-Nuggets in Form eines Flügels. Toblerone. Schokolade ist ein Geschenk Gottes. Zu den schokoladigen Leckereien gehört auch die beliebte Schweizer Schokoladentafel Toblerone. Bestimmt hast du auch schon einmal auf einem Flughafen eine Toblerone gegessen. Und die Chancen stehen gut, dass du sie falsch gegessen hast.
Eine Toblerone richtig zu essen bedeutet nicht, die Stücke mit den Zähnen abzubeißen und sich dabei möglicherweise das Zahnfleisch zu verletzen oder ein Stück herauszubrechen. Echt kompliziert zu essen, die Dinger. Die richtige Art, eine Toblerone zu essen, funktioniert ganz einfach. Drücke die dreieckigen Stücke jeweils leicht nach hinten und sie wird sich sofort lösen. Und das völlig verletzungsfrei. Auch wenn manche behaupten, dass es keine falsche Art zu essen gäbe. Also ich muss sagen, der Orangentipp fand ich mit am stärksten, Leute. Habt ihr was falsch gegessen? Schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Crimex.